willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es blumiges, nein, kohliges. Zusammen ist das Blumenkohl und zwar als Suppe. Ganz spannend, Blumenkohlsuppe mit Koriander, etwas Chili, etwas Knoblauch dazu, aber mit Kokosnussmilch und Gemüsebrühe. Schon wären wir vegan. Ganz einfach. Aber wir verfeinern das Ganze noch mit gebackenen Scampis. Das kann man also weglassen. Damit wären wir auf der Schiene der fast der Zukunft. Viele essen vegan. Auch da nehmen wir ein bisschen Rücksicht. Ich selbst bevorzuge es manchmal auch. Gut, dazu brauche ich das Fett gebacken. Hier nachher die Scampis. Wenn Sie eine kleine Fritteuse zu Hause haben, wäre vielleicht besser. Man muss das Gefühl schon entwickeln. Zu heißes Fett ist nicht gut. Man muss ein Gefühl dafür bekommen. Geht also so, wenn wir, und das ist einfach so, einen Holzlöffel in einen heißen Fettbank und es kommt Blasen, dann hat es die richtige Temperatur. Also bitte nicht den Finger reinhalten, das könnte gefährlich werden. Du musst ja Notarzt fragen. Gut, letztendlich haben wir hier jetzt den Blumenkohl. Auch das ist spannend. Hier sehen Sie also nochmal das Grün. Was macht man mit so einem Unsinn? Man schmeißt es nicht weg, sondern man schneidet da die Strunks raus. Und das Entscheidende, man trocknet es und dann kann man es mixen und das ist ein Pfefferersatz. Also man muss nicht immer alles nur wegschmeißen, sondern man kann auch resten. Conchita di Mamma, ich habe es in Italien gelernt, praktisch verarbeiten. Ja, also ganz, ganz entscheidend. Gut, hier haben wir jetzt also, fangen wir mal an, dabei noch die Scampis, die sind schon ein bisschen allein, liegen sie da, sind ein bisschen aufgeschnitten, ein bisschen die Wette, auch da ist drauf zu achten, möglichst kaltgepresste zu haben. Kalt wachsende, also aus kalten Gewässern, Krustentiere zu nehmen, da brauchen die länger und im Aroma besser und auch in der Qualität. Gut, wir fangen aber jetzt an mit dem Blumenkohl. Kokosnuss, lecker. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Also auch da dran denken, nicht Kokosnuss, gesüßte Kokosnuss zu nehmen, sondern Kokosnuss reicht schon so aus. Was, Olivenöl. Mit der Butter dazu, das erhöht den Hitzegrad und ich will es anrösten. Röststoffe gibt Aromastoffe. Das heißt, Butter und Röstung von Gemüse kann man natürlich auch mit Olivenöl ist, aber durch die Molke haben wir intensivere Röstung. Es geht die Karamellisierung und dadurch ist das Gemüse aromatischer. So, dann legen wir mal los. Wir machen jetzt Folgendes. Hier habe ich es so ein bisschen flach und platt geschnitten. Also nicht einfach nur so mit der Form halbe. Und jetzt wird das angeröstet. Wir nehmen nachher so ein bisschen da raus, bevor wir das Ganze pürieren, aus dem einfachen Grund, damit wir nachher nochmal in der Suppe was Knackiges haben. Dazu kommt gleich Koriander. Koriander würde ich hier, warte mal, in der Form Pfeffer, ein bisschen den Mörser stoßen. Hat ein leichtes Aroma, und zwar ein leichtes Orangenaroma. Wenn Sie keine ganzen Koriander geben, dann müssen Sie, dann können Sie das einfach. Hier kommt das dazu. Oh, das riecht schon, dieser Ton. Also, einfach herrlich. Gut, dann kommt jetzt das Chili dazu. Auch da ist wichtig, es gibt zig verschiedene Stufen von Schärfe. Wenn Sie zu scharf haben, bitte unter Wasser putzen, Handschuhe anziehen und bitte nicht irgendwo in die Augen. Dann drehen Sie wahrhaftig, das muss nicht sein. So, dann noch ein bisschen Knoblauch dazu. Und hier würzen wir schon, weil aus dem einfachen Grund wir nachher natürlich gerösteten Blumenkohl etwas separieren wollen. Daher braucht man Geschmack. Zwei kleine und die Koriander kann man reinbeißen. Das muss nicht mal püriert sein, die Babynahrung. Weiß uns ein Stückchen. So, und jetzt kommt ein bisschen Gemüsebrühe drauf. Und Kokosnussmilch.
Gemüsebrühe kann man zu Hause auch immer mit Resten, an alle Gemüsereste immer reintun. Wichtig ist auch dabei viel Sellerie. Sellerie fördert ein Aroma, ist also ganz ideal für unsere Küche. Wir verarbeiten gerne Sellerie, natürlich die Leute, die es nicht mögen, ein bisschen schwierig. Gut, jetzt machen wir unseren Mixton. Das kommt nebenbei. Können wir, genau. Vielleicht mal probieren. Ist das schon eine Aromatik? Ja, klasse. Oh, lecker. So, ratzfatz. Was machen wir jetzt? Als erstes die Eier. Dann das Mehl. Dazu geben wir jetzt noch Kräuter rein. Wir wollen so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen grün wird. Das Chlorophyll, also da auskocht. So, jetzt wenden wir das Ganze, weil wir müssen gleich das Ganze machen. Hier haben wir die mariniert. Ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Salz. Da geht's auch schon ab. Da kommt schon das Fett langsam. Jetzt brauchen wir die Stabmix. Das heißt, das wird der Teig. So, dann haben wir praktisch einen Kräuterbackteig. Ihr könnt da auch ein bisschen anderen Teig nehmen, wie zum Beispiel Reisteig oder Reismehl oder noch sowas. Der ist ein bisschen noch flüssig. So, ein bisschen was ziehen. Ein bisschen dicker wird der ganze Korb. Gut, haben wir den Teig fertig. Also, die Einlagen, die können wir schon mal reintun. Wir werden schon knistern. Noch ein bisschen. Schon eine Vorbereitung, wo wir die Scampis dann drauf tun. So, das ist jetzt ganz einfach. Feuerwasser, sagen wir in der Küche immer. Probieren. Wird top. So, jetzt wenden wir das Ganze ein bisschen in Mehl. Kommt das hier rein. Warum Mehl? Damit also dieser Teig praktisch an diesen Scampis bleibt. So, durchspülen den ganzen Teig. Und werde nach und nach das backen. So, dann geht's weiter. Nebenbei mit der Blumenkohl gemixt. Kann man natürlich auch mit dem Stabmix machen, das funktioniert auch. Einmal ganz großes Geräusch.
Sekunden, dann sind sie fertig. So, den wollen wir abschmecken. Könnte ich sagen, da kann man sich reinsetzen. So, machen wir gleich mal. Sehen wir das gar nicht? Sehr gut. Ja, echt Spannung in der Küche. Essen geglückt. Suppe serviert. Und da sollte man gucken, dass man ein bisschen farbigen Teller hat. Sonst sieht man natürlich eine weiße Suppe und einen weißen Teller. Sieht dann nicht ganz rosig aus. So, dann haben wir hier noch ein paar Blüten. Und das finde ich spannend. Zwiebel oder Lauchblüten. Und dann haben wir auch schon unseres Gartens. Ja, fertig. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit meiner Blumenkohl-Koriandersuppe und gebackenen Scampis. Und zwar mit Kräutern verfeinert.